Freunde, der Markt geht wieder in die heiße Phase, es geht ab! Bah! Und wir wollen natürlich wieder Coins machen. Dementsprechend schauen wir auf meine schon getätigten Investitionen. Investitionen, die ich noch tätigen möchte und auch in mein Invest-Team. Ja, ich investiere in mein eigenes Team, damit, wenn ich ein neues baue und dann eben mein altes verkaufe, mit dem alten Gewinn mache. Weil vor allem am Anfang, na, ist es nicht immer Opiometer, das so zu bauen, ja. Aber man möchte halt auch nicht so viel Coins Verlust machen mit seinem eigenen Team. Wenn man da die falschen Karten wählt, macht man das halt. Dementsprechend, Freunde, bitte, es wäre eine super Sache, wenn ihr den Kanal und allgemein dieses Video wieder mit einem Daumen nach oben supportet. Und wenn ihr sagt, genau diese Videos würde ich zukünftig nicht verpassen, immer von Anfang an dabei sein und mitinvestieren. Kanal kostenlos abonnieren, dann habt ihr das Wichtigste erledigt. Und nun für die Community wie immer. Ja, das war schon mal wieder eine stabile 7 von 10. Eure Bewertung. Ab in die Kommentare, der ultraheftige Skill braucht eure Bewertung, um zukünftig zu überleben und auch im nächsten Video wieder mit dabei zu sein. Also schreiben. Und nun fordern wir wie immer ganz kurz unser Packlack heraus. Aber nur diese 2 Goldpacks. Ja, den Rest hebe ich mir nur auf für kommende Videos und das neue Event-Team. Super. No besser. Packlog wieder erfolgreich herausgefordert, Freunde. So kennt man das bei uns. Und das ist mein aktuelles Invest-Team für die aktuelle Weekend League. Ich plane so den Verkauf der meisten Spieler wieder spätestens bis Dienstag, weil wir haben ja die vergangenen Wochen schon gemerkt, Montag, Dienstag verkaufen, gar nicht mal so verkehrt, weil danach kann alles passieren. Meistens aber eher, dass der Markt wieder abstürzt. Wegen Leaks, wegen neuen Eventkarten, wegen neuen SBC-Spieler und so weiter. In Tor haben wir Courtois, 63.000 Coins, haben wir uns letzte Woche schon gegönnt. Den habe ich einfach behalten, weil er stabil ist und weil ich mit ihm kein Minus machen werde nun in der nächsten Weekend League. Optimal. Rechtsverteidiger habe ich mir Bellery mitgenommen. Granate, Freunde. Rechtsverteidiger hat man eh immer nicht so die große Auswahl. Und was hat man gebraucht? Ein 84er Team, glaube ich. Er hat Tempo, hat sehr gute Chancen, beide Upgrades zu bekommen mit Sevilla. Also, ich würde ihn an eurer Stelle mitnehmen, möchte das aber auch nicht entscheiden. Hat ja mit Trading an sich nichts zu tun, aber ich finde im Allgemeinen fürs Team nicht verkehrt, den zu haben. Hier haben wir auch Sevilla, haben wir behalten. Den haben wir für 12.000 Coins mal mitgenommen. Auch nichts verkehrt daran. Ich meine, Richtung dritten Euroleague-Spieltag wird er auch wieder ansteigen. Ich hoffe auch, dass er mal so Richtung 16, 17, 18.000 Coins gehen wird. Der Marktcrash diese Woche hat ihn leider auch betroffen, wie eigentlich so ziemlich alle Karten. Aber ich gehe davon aus, mit den Werten als Franzose, mit seinem Potenzial auch bei Freiburg, hat er gute Chancen. Natürlich muss Freiburg auch mal abliefern, wäre nicht verkehrt. Aber ich traue ihm das zu. Dann haben wir Rüdiger, der ist untauschbar, der spielt überhaupt keine Rolle. Ebenso wie Sané, der ist auch untauschbar, spielt überhaupt keinen Trading-Gedanken. Habe ich mir einfach ja, somit ins Team eingebaut, weil es halt gute Spieler sind und sie für mich umsonst waren. Dann haben wir Grimaldo, den habe ich mir vergangenen Samstag schon für 37.500 Coins mitgenommen. War auch ein Premium-Trader, High-Invest-Tipp. Ist gut gestiegen, ist jetzt auch durch den Crash wieder etwas gesunken, aber hat sehr gutes Potenzial. Da er wieder nach oben steigt, dementsprechend auch hier habe ich ihn fürs Team behalten, weil ich ganz genau weiß, wenn ich den Dude wieder verkaufe, wieder Gewinn abwerfen. Auf der Doppel 8 ist Leimer geblieben, den haben wir uns ja vergangene Woche für 167.000 Coins mitgenommen. Auch hier die klare Ambition und Motivation und Hoffnung, dass er wieder über 200.000 Coins steigen wird. Ich denke, das wird reine Formsache sein. Und neu habe ich mir mitgenommen 222.000 Coins. Modric, den habe ich mir tatsächlich gleich dreimal mitgenommen, weil ich viel Budget habe, das Budget auch irgendwie verbraten möchte und im Modric Potenzial sehe. Klar gibt es schon viele Madrid-Mittelfeld-Special-Cards. Wir haben jetzt Bellingham in Form, es kommt Bellingham Trailblazers, wir haben Valverde in Form, wir haben auch Valverde Bellingham Gold. Genug Auswahl, aber ich finde einfach Preis-Leistung bei Modric optimal. Er ist ja sogar billiger als die Goldkarte von Valverde. Und er hat halt den dynamischen Hype. Madrid hat schon den zweiten Spieltag gewonnen. Das heißt, wenn sie den dritten Spieltag
gegen Prager auch noch gewinnen. Zack, hat Modric das erste Upgrade schon sicher. Dann hat er immer noch das Potenzial auf eine 93 für das Weiterkommen. Und dementsprechend, ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht mindestens einen fetten Hype erleben wird. Dann kommt jetzt auch noch die Rodrigo SBC, spielt ihm auch in die Karten. Also, er hat sehr gutes Potenzial. Ein paar Sachen sprechen auch gegen ihn, aber im Allgemeinen bin ich schon zuversichtlich. Coman werde ich mir Freitag oder Samstag in einem Tief noch mitnehmen und dann auch direkt wieder wegballern. Er ist out of packs, dementsprechend denke ich nicht, dass wenn ich ihn in einem Tief mitnehme, er noch weiter bis ins Unendliche crashen wird. Und er hat halt 5 Sterne Skills allgemein. Ein schön spielbarer Spieler. Openda haben wir auch behalten, den haben wir mitgenommen für 185.000 Coins. Auch hier, wenn wir den verkaufen, wird er über 200.000 Coins liegen. Kein Minus. Spielerisch bin ich überhaupt nicht überzeugt von ihm. 94 Tempo habe ich ja schon mal erwähnt. Bringt er überhaupt nicht rüber. Keine Ahnung, wie er überhaupt so teuer sein kann. Kann eigentlich nur an seinem dynamischen Potenzial und eben an seinem Tempo liegen, was aber eben überhaupt nicht im Spiel zu sehen ist. Ja, gefällt mir überhaupt nicht. Ich bin einfach froh, wenn ich ihn jetzt nach der zweiten Weekend League mit Gewinn wieder wegballern kann. Und zu guter Letzt auch ein neuer Invest, Lewandowski. Auch riskant. Aber erstens, ich habe keinen Bock mehr auf Kane gehabt. Der war mit seinen Playstyle Plus 3x-Pässen schon ganz gut. Ja, aber das Tempo war einfach zu bodenlos und nee, Kane hat mich im Allgemeinen nicht überzeugt, war aber auch nicht gerade einfach. Und Lewandowski, das war jetzt wirklich der allerbilligste Preis, seitdem er zu ziehen war. Jetzt eine Woche lang, da habe ich mir gedacht, probieren wir es mal. Er hat ja schon Barcelona links mit Cancelo in Form. Dann kommt jetzt Hansen Trailblazers, es kommt Koundé Trailblazers. Also vom linktechnischen Verein, ne? Macht es schon Sinn, beziehungsweise hat er Potenzial und ich hoffe schon, dass er wieder weit über 400.000 Coins steigt. Mal gucken, ob es was wird, ist halt immer gefährlich, ne? Weil er ist nicht der Schnellste, hat nicht die beste Nation, aber er hat einen guten Schuss, gutes Dribbling und auch einige Spielstile. Weekend League werde ich wieder Samstagabend reinstarten oder vielleicht auch Sonntag, ich weiß es nicht, weil durchziehen werde ich eh nicht. 11 Siege sind auch nicht meine Motivation. Weekend League hat ohne rote Player Picks einfach keine Motivation mehr. Das ist meine feste Meinung. Ich denke mal so, 4-5 Siege dürften drin sein. Rest aufgeben, über die paar Belohnungen freuen. Fertig. Ich denke, EA führt auch wie jedes andere Unternehmen Statistiken zu wichtigen Faktoren von Spielen. Weekend League ist ein wichtiger Faktor, hey. Wie viele spielen die Weekend League, wie viele Spiele werden in der Weekend League allgemein gemacht und so weiter. Wenn ich dazu beitragen kann, dass diese Statistik nach unten sinkt, bin ich natürlich dabei. Und nicht aus Zwang, hey, ich mache jetzt 20 Spiele wegen Belohnungen, irgendwas Cooles könnte ja drin sein in meinen Goldpacks. Nein, habe ich ja vergangene Woche wieder gesehen, absoluter Schmutz. Und wenn man es nicht gut findet, muss man es nicht auch noch unterstützen. So bewirbt man nichts. Meine Transferliste sieht aktuell so aus. Das letzte Futter habe ich auch noch verkauft. Man kennt mich, weil heute Abend wieder Futter rein investieren. Welche Ratings muss ich noch schauen? Aber ja, im Allgemeinen ÜV natürlich weiterhin. Objekte wie zum Beispiel Manager liegen hier in der vergangenen Stunde. Wieder 6 Verkäufe für 150 Coins erboten. Und hier für 500, 500, 600, 500, 500 Coins verkauft. Was will man mehr? Und jetzt wird der eine oder andere vielleicht sagen, ey Schibi, ist das nicht absolut dumm, dass du das jetzt der Allgemeinheit zeigst, dass du mit Manager League tradest? Mhm, weil ihr müsst mal logisch denken. Umso mehr das machen, umso besser ist es für die Trading Community. Weil, wenn jetzt ganz viele Trader das für 150 Coins erbieten und den Markt somit leerräumen von den billigen, und alle das wieder überteuert draufstellen, ist die Wahrscheinlichkeit umso höher, dass diese ganzen Casuals, die dann diese Manager League brauchen, eben auf der ersten Seite sagen, hey, das gibt's gar nicht billig, ich schlag da jetzt für 500 Coins zu. Ich glaube, ihr versteht schon, umso mehr das betreiben, umso mehr wird's gekauft, umso weniger wird der Markt der billigeren Karten, umso höher sind die ÜV-Verkaufschancen. Ist eigentlich ziemlich schlau. Deswegen, Freunde, ÜV-Manager League. Kann ich nur empfehlen. In den nächsten Tagen sehe ich auch für eine Managerliga ein großes Potenzial, die sonst nicht so ein großes Potenzial hat. Den Tipp gibt es da oben. Premium Trader im ÜV-Kanal.
Ich habe mir schon mal von diesen Karten, von dieser Managerliga 9 erboten und bin gespannt, wie es so laufen wird. Andere Investitionen, die ich noch habe, sind zum Beispiel AUA. Den habe ich mir dreimal extrem billig geholt. 12.000, 12.750, 11.250. Als er einen Preisfehler hatte. Ich meine, Rom ist Favorit in ihrer Gruppe, hat jetzt auch in den nächsten Spielen gute Chancen zu gewinnen. Sollte ein Selbstläufer sein. Reich wird man mit ihm nicht. Aber ich meine, ihr seht die Einkaufspreise. Ich würde mir schon erhoffen, dass er mal so Richtung 18.000, 20.000 Coins geht. Also den mal mitzunehmen. Absolut nichts verkehrt. Über den hier haben wir schon geredet, dass wir den insgesamt dreimal haben. Cancelo, bin ich selber schuld. Das ist wichtig, Freunde. Auch die guten Trader oder die, die immer die Tipps geben und immer wie die Alleswisser wirken. Auch die machen Fehler. Den habe ich jetzt seit fast 2 Wochen am Hals. Hier habe ich mir für 150.000 Coins gekauft. Dann war er diesen Montag, Dienstag endlich bei 165.000 Coins und ich hätte ihn mit Gewinn wegballern können. Was bin ich gewesen? Gierig und habe gesagt, nein, ich will 169.000 Coins. Was ist passiert? Hat er nicht erreicht. Er ist wieder gesunken. Jetzt wieder bei knapp 150.000 Coins. Aber ich bin da nicht jemand, der sagt, ja, Panik und so weiter. Nehme ich den Verlust in Kauf. Sondern das war auch die Idee bei Cancelo. Hey, der ist Barcelona-Spieler. Der kann Linksverteidigung und Rechtsverteidigung. Er hat 2 Lewandowski Special Card Links. Er bekommt jetzt eben auch Hansen und Koundé. Das wird schon. Und beim nächsten Mal, beim nächsten Hoch, verkauf mal dann definitiv. Aber mit diesem Dude werde ich Gewinn machen. Punkt. Alles andere werde ich nicht akzeptieren. Grimaldo habe ich auch noch 2-mal am Start. Haben wir auch insgesamt sehr oft billig mitgenommen hier. 33.250. Frech. 35.000 Coins. Leimer haben wir auch noch ein 2. Mal am Start. Sedia, UV-mäßig schon ein paar Mal weggegangen. Hab mich überrascht. Mit anderen Karten überhaupt nicht gut gelaufen. Aber wenn, dann er und so weiter. Im Allgemeinen kann ich euch nur empfehlen, auf RTTK-Karten zu gehen. Wir gehen immer weiter Richtung 3. Spieltag und der nächste Hype wird definitiv kommen. Ebenso, wenn der Markt sinkt, auch wieder auf bewährte Informs gehen. Wie Grimaldo, wie Cancelo, wie Lamptey und so weiter. Alles sichere Bänke, die immer wieder steigen, wenn sie sinken. Wenn sie keine neue Konkurrenz bekommen. So, Kamera wieder scharf, super. Was euch aber noch klar sein sollte, mit einem AUA werdet ihr nicht die Welt retten. Wenn ihr da wirklich überzeugt seid und viel Gewinn machen möchtet, müsst ihr da schon 10, 15, 20 Mal rein. Bei einem Modric oder so, da reichen 1, 2 Karten. Da ist das Risiko natürlich auch höher, weil höherer Einkaufspreis, aber da besteht eben auch die Chance, dass er entsprechend hoch steigen kann. Aber ein AUA wird jetzt nicht auf eine Woche auf 40.000, 50.000 Coins steigen. Leider. So Freunde, wenn ihr noch Fragen habt, ab damit in die Kommentare. Ihr könnt jetzt in der Endcard gerne noch weitere Trading-Videos schauen. Es gibt genug und genug, die man umsetzen kann. Sollte man auf jeden Fall kennen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut da rein.